Hallo, liebe Leute, ich zeige heute richtig meine Magdeburg-Artikel, die ich vom FC Magdeburg habe. So, ich fange an mit meinem Schal. Hier, das ist mein Schal. Da sind die, warte, ich mache mal, die ganzen Rekorde sind da drauf, die sie Pokal und so hatten. Hier, dort sieht man's. Ja, so, das ist der Schal. Den haben wir. Dann habe ich hier den unterschriebenen Ball mit wirklich allen Unterschriften. Auch in der Reserve. Gut, haben wir auch. Dann habe ich ein Basecap. Von der Zeichen. Drin ist nichts. Und hinten steht halt nur noch was drauf. Das habe ich auch. Dann habe ich hier zwei Tüten habe ich da. Und zweimal dieselben, weil ich zweimal am Fanshop war. Und okay, dann habe ich hier das Heimtrikot, was mir passt, also meiner Größe. Hier ist das. Das ist ohne Namen hinten. Dort steht also nur der FC Magdeburg drauf. Okay, gut, das haben wir. Dann habe ich hier noch ein Heimtrikot. Das ist überhaupt gar nicht in meiner Größe. Das ist das Originaltrikot von, wo hat er so? Originaltrikot von Christian Beck. Hier. Christian Beck. Gut, dann habe ich noch ein Auswärtstrikot. Das ist aber gerade eine Wäsche. So, dann habe ich hier noch ein Trikot. Und dann habe ich sozusagen ein T-Shirt. Das ist das hier. Da ist hinten gar nichts drauf. Und dann habe ich diese Trainerhose von Jens Hertel, aber in meiner Größe, ja. Okay, dann habe ich noch dort oben eine Uhr hängen und dort ein Bild mit allen Spielern. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle, die den FCM mögen, bitte ein Like geben und ciao.